Yo, Peace Leute, was geht? Und zwar ist hier endlich meine neue Kamera, die ich für meine Videos jetzt mir holen wollte. Endlich habe ich sie. Und das ist eine Panasonic G70 Lumix G70. Diese Kamera ist preis-leistungsmäßig, Freunde, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, wenn ihr irgendwas machen wollt, echt eine Top-Kamera und sowas. Ihr werdet die nächsten Videos dann auch sehen mit dieser Kamera, wie gut die eigentlich ist. Und ja, ich habe das Ganze gestern schon mal gemacht mit der Aufnahme, war kacke, deswegen kann ich jetzt nicht ein richtiges Unboxing machen. Aber ja, ich zeige euch trotzdem, was drin war. Das ist ein Starter-Kit. 16 GB sind drinnen, die Karte sieht nicht so aus, das ist eine schicke SanDisk gewesen. Daten hatten wir hier sonst noch, falls ihr das sehen wollt. Und ja, aussehen tut das Starter-Kit dann so, dass hier praktisch eine Tasche noch drin war. Diese Tasche habe ich hier, Freunde. Ja, die war da drinnen und dann haben wir die Kamera an sich. Mehr war nicht drin. Das heißt, so hier sieht das auch aus, wenn ihr die Kamera normalerweise kaufen würdet. Da habt ihr hier diese Box, die ist schon geupdatet sogar, die Kamera, auf die neueste Version von 2016 oder was auch immer, keine Ahnung. Und dann habt ihr hier noch ein paar Daten, die ihr euch angucken könnt. Ansonsten ist nichts Interessantes hier auf der Verpackung zu sehen. Wenn ihr es aufmacht, ist hier normalerweise das Handbuch drin. Das ist das hier. Da ist eine CD, Handbedienungsanleitung, also jetzt nicht so wichtig. Die Programme sind auch nicht so, sind auch kacke, sind nichts Besonderes, die da drauf sind. Und ja, wenn ich das dann hier aufmache, war hier praktisch die Kamera, hier das Objektiv und hier das Ladekabel mit Ladegerät. Auch gerade am Laden, deswegen, und das Ladegerät auch, deswegen kann ich es euch jetzt nicht zeigen, aber ich sag euch, dass der Akku 1200 mAh hat und das Ladegerät mit von 110 bis 240 Volt funktioniert und um das Ganze voll aufzuladen, von 0 auf 100, sagen wir mal, braucht das Ganze 140 Minuten. So, das sind eigentlich die wichtigsten Daten, die ihr zu dem Akku dann auch erfahren müsst, könnt zum Aufladegerät. So, dann haben wir hier habe ich noch die Deckel fürs Objektiv und sowas drauf gemacht. Ihr habt hier noch ein Netz drin, hier zwei kleine Mini-Taschen und hier sind sogar auch noch ein paar Taschen drin. Hier. So, und dann habe ich hier die schicke Kamera. Da ist auch noch eine Blende, die ich mit reingepackt habe. Ja, die war auch mit dabei. Und jetzt ziehe ich die Kamera mal für euch eben raus. Zack. Passt zum Glück auch mit dem Objektiv so rein, wie es ist. So, Leute, so sieht die Kamera von vorne aus. Ich mache das hier mal gerade, dann sieht das auch schicker im Bild aus. So hier sieht es aus. Es ist echt eine geile Kamera, fühlt sich extrem hochwertig an. Das ist alles Metall hier, es fühlt sich echt super schick an. Und wiegen tut es auch kaum was. Also das fühlt sich wirklich top an, diese Kamera. Dann habt ihr von 14 bis 42 mm das Objektiv, das heißt, soweit könnt ihr dann auch ranzoomen. Reicht aber für die Sachen, die ich mache. Und hier könnt ihr das fokussieren, wenn ihr es manuell macht. So, dann die Schnittstellen eigentlich, was interessant ist, ist hier das Mikrofon, was ihr reinmachen könnt, 3,5 mm. Ist super und könnt ihr dann natürlich hier in den Schlitten reinstecken, das Mikrofon, dass es befestigt ist. So, dann haben wir hier noch ja, den Blitz, den ich wahrscheinlich eher weniger nutzen werde. Wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Und hier haben wir noch das HDMI. Und heißt die Ausgänge. Da haben wir einmal AV-Out digital sozusagen. HDMI. Und das andere ist ein Remote-Anschluss, falls man die irgendwie fernsteuern will oder so. Und ja, also ein Kabel war ja auch noch dabei. Das war so ein kleines Mini-HDMI zu USB-Kabel oder so. Und ja, das sind die wichtigsten Schnittstellen. Dann zeige ich euch mal eben hier, kommt der Akku rein. Hier. Und hier ist auch die mit dabei gewesene Speicherkarte, 16 GB leider nur. SanDisk und da steht das drauf? Nee. Aber ihr braucht auf jeden Fall eine Klasse 3 mit 10-facher Geschwindigkeit oder wie auch immer. Und auf jeden Fall Klasse 3 für 4K und bei der Speicherkarte speziell stand auch noch 4K geprüft drauf, dass es wirklich auch konstant diese Rate
erfüllt, Freunde. So, hier könnt ihr die Kamera befestigen am Stativ. Und das geilste Feature aber an dieser Kamera ist nicht nur die geile Auflösung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, wirklich. Ich habe die Kamera für 350 Euro gekauft, das ganze Kit. Das war echt günstig. Das war gerade im Angebot bei uns gewesen, im Saturn. Und ja, hier, ihr könnt das Display rausholen. Folie habe ich drum gemacht. Aber ihr könnt das Display auch drehen. Und das sogar zu 190 Grad. Das heißt, ihr habt das dann im Endeffekt so. Ihr könnt euch einfach auch selber sehen, was ihr gerade macht. Das ist super schick. Ihr könnt dann aber auch das Display so zurückklappen und habt das dann hinten. Das absolut geil ist. Und ja, ihr könnt es auch so rumdrehen. Ja, wie ihr möchtet. Und dann ist das hier auch wieder geschützt. Also, das ist wirklich geil gemacht. Von Panasonic haben die echt schick gemacht. Das Display schaltet sich ja automatisch aus, sobald ihr hier reinguckt. Und ja, ich will sonst groß gar nicht auf Details von dem Gerät selber eingehen, aber ich kann euch sagen, für 4K könnt ihr auf 30 Bilder pro Sekunde das Ganze aufnehmen, wenn ihr das von PAL auf NSTC zu umschaltet. Und ich glaube, es war NSTC, ich weiß gar nicht, oder NTSC, irgendwie sowas. Dann könnt ihr von 25 auf 30 Bilder umschalten und ihr könnt auch Full HD schön auf eure 60 FPS machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, die Qualität ist halt einfach top von der Kamera. Falls ihr wirklich mehr FPS wollt, könnt ihr das ein bisschen durch PAL auf NSTC irgendwie umändern. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Ich freue mich darauf, ein paar Videos hiermit aufzunehmen jetzt demnächst und wirklich mal anständige Videos zu haben. Und ja, ich sage an der Stelle, Peace, Kuba Benni, reingehauen und bis denn, Freunde. Thank you.